Dehne noch ein bisschen, ne? Oder wie sieht's aus? So, los? Ja? Okay. Was, Grand Final jetzt? Ja? Okay. Alles klar, Leute. Ja, ich, ich muss mich an dieser Stelle leider verabschieden. Ich gebe das Commentary ab. Hol mir mal einen Ersatz. Ich hole mal einen Ersatz. Aber es könnte auch schnell gehen, so wie es gerade aussieht. Oha. Ja, okay, okay. Aber ich muss jetzt leider auch schnell gehen. Und deswegen verabschiede ich mich an dieser Stelle. Kuss geht raus an alle, die hier noch am Start sind. Schreibt mal alle Kuss in Chat. Kuss in Chat. Hol mal zwei Ersatzleute. Ja, ja, das kann ich ja. Hol mal zwei Ersatzleute. Zwei Stück, willst du ja, auch raus? Ja, ja. Ja. Okay, dann lasse ich dich nochmal ganz kurz drin hier. Ja, ja, okay, ich warte so lange. Machen wir hier Solo-Gang. Solo-Gang, ah, okay, klar. Schön hier von Sephiroth. Alright, Leute. Jacke 411 sagt Kuss. Jetzt erst. Okay. Oh, das geht raus an Jacke. SDN macht ein SD. Kuss auf die Nuss. Kuss auf die Nuss. Das war NTL Cruel. Yeah! Der sich gerade verabschiedet hat. Jetzt bin ich hier ganz alone. Wow, ein Konter von SDN Offstage. War schon brutal. Was geht denn da überhaupt ab hier, Alter? Die Stocks fliegen da nur so runter. Gerade mal so 2 Minuten gespielt. Ja. Was meint ihr? Wird sich Justin hier ein Match holen? Wird er sich ein Match holen? Ist halt auch die Frage, ob er jetzt ganz, würde nur ganz heiß Sephiroth bleiben oder würde vielleicht auch wechseln auf Wolf. SDN, der selber Wolf als Second Char hat, kennt den natürlich. Na, mal schauen, lassen wir uns mal überraschen. Okay, okay, okay. Okay. Ja, okay. Wir haben jetzt einen Co-Commentator mitbekommen hier. Wir haben hier NTL Cobra. Yeah. Okay, also wir sehen hier das Grand Finals, Justin gegen SDN. Und ich muss sagen, Ian hat das schon so ein bisschen predicted. Also der meinte schon vor dem Set auf jeden Fall, dass das, dass er ordentlich abgeht. Oder vor dem Turnier besser gesagt. Und die SDN Dash Attack. Ich bin mal kurz auf Klo. Okay, also wir sehen hier Grand Finals Game 1 geht an SDN. Es sah aber gar nicht schlecht aus für Justin. Bin mal gespannt, wie das Ganze hier ausgeht. Auf jeden Fall jetzt seine Chance hier, SDN zu besiegen, den ultimativen Upset zu machen. Ich kann mir ja einmal angucken, wie die beiden bisher so gespielt haben. Okay, also Game Nummer 2. Mit 2 Schwertkämpfern feiere ich immer diese Matchups. Und jetzt im Moment ziemlich dominant hier, gerade von SDN. Okay, also jetzt gerade sieht das wieder ganz nach Good Old SDN aus. Ja, also Justin schafft es hier irgendwie nicht durchzukommen, so wirklich. Von sehr vielen Aerials getroffen. Jetzt im Moment gerade mal eine Chance, ihn hier so ein bisschen an der Edge zu halten, aber SDN bricht durch. Momentum immer noch gerade ein bisschen. Ja, jetzt haben wir die umgekehrte Situation, aber ja, schafft Justin das hier, on Stage zu kommen. Ja, sehr gut. Wieder Neutral. Schöner Tipper. Oh, nice. Oh, geschafft. Sehr gut, okay. Direkt die Side B gecatcht. Noch in der Luft. Weil die muss man auch wirklich in der Luft catchen. Die hat nicht viel Lag danach. Timing hat nicht gereicht. Okay, also 126% will man natürlich nicht haben auf
Sephiroth. Jetzt aber im Moment überlebt er ganz gut. Aber die Back Air. Mhm. Big Damage. SDN hier. Ein Sieg bisher. Zwei braucht er noch. Im Moment ist er auf einem guten Weg hier zum zweiten Sieg. Aber noch hat es hier Justin auf jeden Fall nicht aufgegeben. Ich denke auch, dass er nach diesem Game, falls er das verliert, auf Sephiroth bleibt. Aber die Dash Attack. Die SDN Dash Attack. Oh, reicht noch nicht ganz. Wir sind hier noch in Game. Jetzt killt fast alles. Oh. Mit der Super Armor. Und diesmal reicht's. Die AP. Ether. Okay. Also, wir gehen hier gleich in Game Nummer 3. Und es könnte auch schon das letzte sein in diesem Turnier. Im Hintergrund läuft noch ein bisschen Silber Bracket. Auch ziemlich stacked heute. Davon Flora. Jetzt gerade Syntec gegen Scorpion irgendwie am Start. Okay, es geht weiter. Das ist vielleicht letzte Game dieses Turniers. Letzte Chance für Justin, hier noch was zu holen. Bisher hat er sehr gut gespielt. Dieses Turnier. Oh, und diesmal holt er sich zuerst den Stock. Sehr schön. Gegen SDN ist es nur sehr schwer, auch seinen Stock zu halten. Gucken, ob er da ein Prozent wenigstens drauf bekommt auf SDN. Das war auch immer Beisels Problem, wenn er mal ein Lead hat, irgendwas zu machen. Weil SDN holt immer direkt zurück. Okay, wir sehen hier viel Neutral jetzt gerade. Okay, das könnte was sein. Ah. Hat hier bisher immer ganz gut die Sidebeats abgefangen. Okay, guter Damage. Es ist aber gerade wieder SDN-Time hier. An der Edge immer schwierig, wieder wegzukommen gegen ihn. Okay, jetzt also gerade wieder eine kleine Lead für SDN. Schafft es hier gerade noch, von der Edge wegzukommen, aber immer noch in Gefahr. Oh, schöner F-Tilt, wichtig. Oh, abgefangen. Oh, schöner Poke und gerade wieder eine kleine Lead. Jetzt mal sehen, vielleicht diesmal 1%. Oh mein Gott, einfach nur F-Smash und der wird gepunished. Direkt ein bisschen Damage. Wichtig. Aber er braucht mehr. Oh ja, er versucht da irgendwie noch mit der Down herunter, aber wird von der Nair gecatcht. Okay. Mal schauen. Schafft Justin das hier noch ein bisschen auszugleichen? Um 2 zu 1 zu erzielen. Das ist schon mal ein gelungener Abschluss. Natürlich immer noch alles drin, aber 2 Sets zu gewinnen gegen SDN, schwierig. Und das war's auch. Uff. Okay. SDN schafft es hier 3-0 zu gewinnen. Justin hat hier einige Upsets gemacht für heute, aber SDN lässt sich nicht upsetten. Rob hier gerade im Chat, was geht?
Mega cool, dass du immer noch zuschaust, auch wenn du gerade in Österreich bist. Sauber. Ja, das Turnier ist vorbei. Hier kommt auch gleich noch die Siegerehrung, aber das machen wir offstream. SDN gewinnt erneut. Erstes Turnier hier gerade im 2024 im Februar. Das nächste wird das 20. sein. Wir versuchen da mal was Interessantes auf die Beine zu stellen, sowas wie ein Jubiläum. Ansonsten kann ich nur sagen, ja, es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wir sehen uns nächstes Mal. Ciao.